größten Fehler meines Lebens gemacht. Ich habe nicht nur unerlaubt das Teamhotel verlassen, sondern bin am Ende in eine verbale und körperliche Auseinandersetzung geraten. Bei dieser habe ich mein Gegenüber schwer verletzt, was allerdings nie meine Absicht war und ich zutiefst bereue. Durch dieses Verhalten habe ich meine Familie, meine Freunde und die gesamte Hertha-Familie schwer enttäuscht. Dafür möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ab diesem Zeitpunkt. Habe ich alles versucht, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Ich habe mich bei dem Geschädigten entschuldigt und mich mit ihm zivilrechtlich geeinigt. Ich bin sehr froh, dass er meine Entschuldigung angenommen hat und mir vor Gericht mit seinem Vertreter gemeinsam gesagt hat, dass auch sie hoffen, dass ich weiter Fußball spielen darf. Es wurde auch ein strafrechtliches Verfahren gegen mich geführt, das vor Gericht per Diversion eingestellt wurde und nicht zu einer Verurteilung geführt hat. Wie ihr wisst, erfolgt auch meine Rückkehr in den Verein unter Auflagen. Das akzeptiere ich selbstverständlich und werde diese erfüllen. Aufgrund meiner Wiedereinstellung haben leider einige Mitglieder den Verein verlassen wollen. Ich bedauere das sehr und deshalb habe ich versucht, alle persönlich zu kontaktieren. Ich bedanke mich für den Austausch, denn so konnten wir über die Bedenken der Mitglieder sprechen und ich bin sehr froh darüber, dass nach unseren Gesprächen viele von Ihnen unserem Verein doch treu bleiben. All denen, die ich nicht erreicht habe, und auch euch und den Mitgliedern, die heute nicht vor Ort sein können, möchte ich anbieten, am Mittwoch nach unserem Training zur Geschäftsstelle zu kommen und sich persönlich mit mir auszutauschen. Ich hoffe, auch euch spätestens dann zeigen zu können, dass es einen größeren Mehrwert hat, mich im Verein zu behalten, anstatt mich zu entlassen. Ich werde immer bereit sein, meine Erfahrung aus vielen Jahren als Profisportler in den Dienst der Mannschaft und des Vereins zu stellen. Ich bin aber auch vor allem Herthaner mit Herz und Seele und Familienvater, der weiterhin denselben Traum hat. Eines Tages im Olympiastadion spielen und die eigenen Kinder sitzen auf der Tribüne. Ich danke allen, die mir eine zweite Chance geben und ich werde euch in Zukunft den Menschen Marius Gersbeck zeigen, der seinen Fehler bereut und für die richtigen Werte und Normen steht. Misst mich an meinem Auftreten, Aussagen und Handeln. In der Zukunft möchte ich Kinder und Jugendliche begleiten und unterstützen, dass ihnen nicht das widerfährt, was ich getan habe. Vielen Dank und hau rein.